So, meine Lieben, da sind wir wieder. Das dahinsiechende Böse ist bereit für die nächste Runde. Auf geht's. Der Einzelspieler kann weitergemacht werden und die nächste Mission bei den Untoten steht an. Auf geht's. Bei der Schlacht um Königs Schlund waren die Helden der Allianz wie Fliegen gefallen. Trotzdem hatten die Gutmenschen ihnen ein unverdient prächtiges Grabmal errichtet. Das verderbende Böse würde seine helle Freude haben, die Gräber zu entweihen. Dummerweise war da auch noch Melisent. Die Priesterin machte sich nämlich mit Feuereifer daran, die Helden wiederzubeleben. Was schlecht ist für uns, denn dann würden sie wieder auferstehen und wir müssten noch einmal gegen sie kämpfen. Also ran an den Speck und wir werden wahrscheinlich auch ein paar Mal zwischenspeichern müssen, um das ein oder andere dann in die Wege zu leiten. Auf geht's. Ah, denn immer wenn wir, ich glaube, wenn wir einen besiegt haben, erst wenn wir alle besiegt haben, dürfen wir die Thronstufe 2 haben und deswegen müssen wir wieder ganz, ganz viele Leute rausholen oder kriegen wir dann erst Stufe 3. Ich habe keine Ahnung, wie das Ganze geplant war. Ich hatte es schon mal gespielt. Bis zu dieser Mission bin ich gekommen. Die Mission danach habe ich nicht mehr gemacht. Den gebrabbelten Einflüsterungen dieses verlausten Kuttenträgers Malakai folgend, war das verderbende Böse tief in den Hundewald gereist, um eine Ritualstätte mit dem etwas verwirrenden Namen der Ellbogen der letzten Menschen zu finden. Im Schatten von grässlich farbenfrohen Leerholzbäumen hatte die Allianz hier ihre gefallenen Helden zur letzten Ruhe gebettet. Mit dieser letzten Ruhe sollte es nun aber ein Ende haben, auf die eine oder andere Art. Die auf nervtötende Art entschlossene Priesterin Melisent wollte die Helden mit Hilfe eines magischen Altars wieder zum Leben erwecken. Das konnte das verderbende Böse natürlich nicht zulassen. Vielmehr wollte es diesen Ort entweihen, um gestärkt durch solch eine widerwärtig böse Tat noch mächtiger zu werden. Allerdings gab es da ein kleines Problem. Melisent hatte den Platz über den Gräbern mit einer magischen Aura geweiht. Die untoten Einheiten des verderbenden Bösen würden schon Knochenflattern bekommen, wenn sie nur in die Nähe dieses Platzes kämen. Es galt also im Untergrund einen Weg zu finden, diese Aura zu zerstören. Gut, geben wir unser Bestes. Holen wir erstmal weitere Knochenlinge und versuchen wir alles weitere auszubauen. Ihr könnt schon mal dazukommen. Und dann brauchen wir jede Menge Kohle und müssen natürlich die Räumlichkeiten auch gleich mal hinbauen. Mana-Gruft gibt es schon. Alchemiestube brauchen wir keine große, die kann hier stehen. Das forschende Böse hatte ein Alchemielabor errichtet. In dieser Einrichtung mit modernster Ausstattung konnten Skelette wahre Wunder vollbringen und Tongefäße in geradezu absurder Geschwindigkeit herstellen. Mehr oder weniger. So geschwindigkeitsträchtig sind die dann nun doch nicht. Aber wir geben natürlich unser Bestes, dass es das wird. Wir sollen uns einmal hier durchgraben Richtung Norden. Hier gibt es sogar noch die Möglichkeit, richtig viel Gold rauszuholen. Das ist gut, das werden wir brauchen. Ich bin natürlich gespannt, wann wir die ersten Gegner begrüßen dürfen. Ein Skelettkrieger kommt schon mal. Der kann schon mal anfangen, die Tongefäße fertig zu machen. Und wir brauchen noch viel mehr Gold, meine Lieben. Ran an den Speck. Ran an die Moneten. So, das steht. Lasst mal ruhig das Gold liegen. Ich nehme es mit. Kümmert ihr euch mal bitte darum, dass das Zeug hier so schnell wie möglich abgetragen wird. Wir brauchen Kohle, jede Menge. Und das so schnell wie möglich. Wir brauchen einen Friedhof, wir brauchen noch viel, viel mehr. So, dann kann schon mal schnell geforscht werden. Die Erholungskammer... Ja, gute Frage. Hier könnte noch was anderes stehen. Hier könnte eine Falle hingebaut werden. Das erste Mal, dass wir wieder mit Fallen arbeiten. Ihr grabt euch bitte noch weiter in den Osten. Außerdem werden wir die Schatzkammer erweitern.
sodass wir noch mehr mit unterbringen können. Hier kann eigentlich die Erholungsstätte hin. Dann sind die relativ schnell wieder fit. So, viel Spaß. Und wir brauchen im Prinzip noch für die Zombies den nächsten Raum. Ich weiß gar nicht, ob wir den noch wieder neu erforschen müssen. Es sieht wohl so aus. Das Laboratorium haben wir noch nicht, wird jetzt aber schon mal erforscht. Denn ohne Zombies kommen wir nicht voran. Zombies sind essentiell wichtig, weil sie nicht nur die Stärke verbessern, sondern selber auch noch besser kämpfen können als alle anderen. Aus einem aus Versehen angegrabenen Raum strömen zahlreiche Spinnen. Na. Eklig. Das auch noch wieder. Bathas, kümmer du dich mal darum. Danke. So, und hier haben wir wenigstens noch ein bisschen Gold, das wir mit abtragen können, für den Fall, dass wir es brauchen. Die Frage ist, wo wir unser Grabmal hinsetzen. Es könnte eigentlich hiermit stehen, das wäre nicht unbedingt das Problem. Setzen wir die Gräber dort vorne mit hin. Hier haben sich die ersten schon ihre Bäder eingerichtet, sehr gut. Und die Räumlichkeiten werden weiter erforscht. Wir brauchen auf jeden Fall noch den Friedhof an sich. Dafür brauchen wir aber drei Tongefäße, das heißt, unsere Skelette müssen auf jeden Fall mehr werden und mehr tun. Blutsauger brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wichtig ist, dass die anderen arbeiten. Und hier kommt dann der Friedhof hin. Gut, es wird weiter geforscht. Ja. Ja, natürlich. Der Zahltag kommt auch noch dazwischen. Das Blöde ist, dass wir natürlich auch wieder bei Null anfangen. Ne? Das heißt, wir müssen jetzt wirklich wieder komplett alles hochforschen. Aus den nahegelegenen Dörfern schickte die Allianz Truppen, die sich zum Dungeon des mit Fallen hantierenden Bösen aufmachten. Das verderbende Böse knackte vor Vorfreude mit den Fingern. Knack, knack. Ja, bevor wir so gut mit den Fingern knacken können, müssen wir jetzt erstmal genügend Geld und genügend Mana haben, um schon mal die nächste Bevölkerungsstufe mit reinzuholen. Hier wird jetzt besser geforscht, sehr schön. Das wird wichtig sein. Und dann müssen wir uns erst einmal verteidigen vor denjenigen, die jetzt kommen. Es dauert allerdings eine Weile, bis die Bösewichte, die Guten, wie auch immer man sagen möchte, näher kommen. Bis dahin kriegen wir noch das ein oder andere mehr gewuppt. Hier kommt der Friedhof mit hin. Legt ruhig das Gold in die Gänge. Wir brauchen sowieso noch mehr Platz dafür. Die Gefäße werden im Moment nicht hergestellt. Das ist schlecht für mich. Super. Das Teil haben wir. Dann kommt hier unten die große Schmiede mit hin, hätte ich beinahe gesagt. Das ist ja keine Schmiede in diesem Fall. Sondern vielmehr die Forschungsstation, das Laboratorium. Bathas, du bist schon genau richtig. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Du wirst die mal vernichten, bitte. Zusammen mit Kadavra. Ja, und den beiden Banshees. Das ist okay. Sammelt euch erstmal so ein paar Punkte ein, sodass ihr zumindest schon mal ein bisschen mehr Stärke habt. Das wäre schön. Hervorragend. Okay, wir haben zwar noch keinen weiteren Erfahrungspunkt gesammelt, aber das ist in Ordnung. Das kommt noch. Tongefäße fehlen immer noch. Wie viele haben wir denn jetzt? Tongefäße gerade mal 1. Viel zu wenig. Na gut. Hier kommt jetzt gleich der Friedhof mit hin. Das Laboratorium kommt weiter in den Süden.
zwei Tongefäße. Ui. Jetzt geht's aber los. Ich merke schon, ihr gebt euch richtig Mühe. So, die ersten Zombies kommen. Nö, 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 nicht verschwinden. Nein, 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 ich wollte dich da nicht reinschmeißen. Komm her. Oh, geh weg. Puh, wenn man jemanden hier reinschmeißt, wird er nämlich getötet. Dann gibt es diese Person nicht mehr und dann müssen wir sie im Prinzip neu rekrutieren und dafür ist mir das Geld einfach zu schade. Jetzt haben wir zumindest erstmal einen Zombie, der für uns forschen kann, der uns stärker macht und unsere Leute natürlich ebenfalls. Und hier können wir jetzt für den nächsten Raum sorgen, nämlich den Friedhof, damit unsere Leute wieder auferstehen können. Endlich. Das braucht ihr nicht machen. Das Laboratorium wird erweitert. Und dann kommt ein neues Teil mit hin. Und sobald wir wieder Geld haben, werden wir noch einen Zombie rekrutieren. Und dann haben wir zumindest erstmal für die Forschung alles soweit durch. Duludruul wird schon bald wieder bei uns sein und uns mit ihrer mächtigen Eismagie unterstützen. Der Feuergott wird sie zurückholen. Aha. Ich hoffe ja nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir Zeitfaktoren haben, die sich hier auch noch mit bieten. Das weiß ich nicht. Test einzeln speichern. Überschreiben. Grabt euch zu den Gewölben durch, zerstört den westlichen und den nördlichen Außenposten. Ich weiß nicht, ob wir erst die Außenposten zerstören sollten oder uns durchgraben. Beides könnte dazu führen, dass wir dann noch besser an Geld kommen. Hier kommt auf jeden Fall nachher der Friedhof mit hin. Forschung geht noch weiter, Gott sei Dank. Und geschafft. Sehr schön. Friedhof können wir bauen. Und dementsprechend später auch Gräber errichten. So, das Geld nehme ich mal mit. Dankeschön. Das packe ich hier mit rein. Aber wir sind noch nicht da, wo wir hin sollen. Sind wieder Leute unterwegs. Jo, das ist in Ordnung. Jetzt habe ich Zombies, jetzt ist alles besser. Das Leben hat wieder einen Sinn. Und sie sind am Forschen. Sowohl für die Rüstung als auch für die Angriffe. Es geht nur das bis Stufe 1. Das Böse hatte eine Vorratskammer angegraben. Sicher würde sich hier ein Aufgang zu einer Farm finden, sobald es das Ungeziefer beseitigt hatte. Aha. Wir haben also einen weiteren Gang entdeckt. Das ist schlecht. Zahltag. Ja, aber wenigstens haben wir schon mal ein Grabmal. Ich muss nicht viel zahlen, nur 350 pro Tag. Es geht noch. Graben uns hier mal weiter durch. Denn dann kommen wir irgendwann an diesen komischen Diamanten. Beziehungsweise an die Rubine oder was auch immer es ist. Aber die sind schon ein bisschen kräftiger. Da ist ein Zwerg mit bei. Gefällt mir gar nicht. Wie geht's euch? Soweit ganz gut. Die ganzen anderen Forschungen müssen später abgeschlossen werden. Wir werden jetzt hier erstmal weiter graben. Und stellen hier auch gleich nochmal ein paar Schatzhäufchen hin. Hier darf kein Raum gebaut werden. Ach so. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Jo, passiert. Arthas, ich brauch dich. Gut, Arthas ist gleich tot. Dieser Barthas hält einfach nichts aus. Schon wieder umgefallen. Ranking ist auch gleich tot. Da ist er tot. Aber das ist nicht schlimm. Wir haben ja wenigstens unseren Friedhof jetzt, wo er wieder auferstehen kann. Einen weiteren Friedhof packe ich noch mit hin.
Und wir graben uns immer näher an das Objekt unserer Begierde. Gott sei Dank. So, weitere Tongefäße haben wir auch schon, die natürlich schon gestapelt werden. Heißt, wir könnten uns jetzt so langsam um andere Dinge kümmern, wie zum Beispiel eine Skelettfaust. Sehr interessant, wäre im Prinzip so, dass sich die dreht wie dieser Morgenstern, der die ganze Zeit im Kreis umhergewandert ist. Rotten, du siehst nicht gut aus. Komm mal mit, du musst mal baden gehen. Die klapprigen Untergebenen des verderbenden Bösen hatten einen Raum mit Spinnen angegraben. Vorsicht war geboten. Oder brutale Vernichtung, je nachdem. Gut, da Bartas wieder lebt, nehmen wir den einmal mit, genauso wie unsere Zombies, und dann vernichten wir erstmal die ganzen Spinnen hier. Rotten muss mit ran, die beiden müssen mit ran. Sonst haben wir gleich sehr viele Tote zu verzeichnen. Level up, sehr gut. Manche Zombies sind tot, das ist schlecht. Ich brauche eigentlich einen größeren Friedhof. So, weißt du, bitteschön. Auch wenn ich untot bin und nicht wirklich sterben kann, Schmerzen fühle ich schon. Also lass den Scheiß. Sehr gut. Okay, haben wir alles zerstört? Nee, hier ist noch was. Okay. Ist noch jemand am Leben, der mitkämpfen kann? Dann macht das mal bitte kaputt. Okay, die Spinnen sind für immer vernichtet. Von hier aus kommt nichts mehr. Von hier aus droht auch keine Gefahr. Das heißt, wir können uns hier in Ruhe um alles andere kümmern. Schatzkammer erweitern. Und alles ausgraben, bitte. Außerdem sind schon wieder die nächsten Leute unterwegs. Ja, natürlich. Two Brains. So, Braino wird auch wieder belebt. Wir dürften gleich wieder ein bisschen Verteidigung haben. Aber, sorry, nicht viel Geld. Es muss dringend mehr werden. Wie weit sind eigentlich die Forschungen hier unten? Es dauert noch eine ganze Weile, bis die das fertig haben. Two Brains ist schon dabei. Malt wieder mit seinem dicken Stift. Kille, kille, kille. Ja, süße Sache. Na kommt, steht auf. Kadavra ist wieder da. Willkommen zurück. Irgendwie habe ich das Gefühl, es werden immer mehr. So, hier läuft's aber. Das Geld nehme ich mal bitte Feinde mit. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Und pack das hier mit hin. Okay, tötet alles. Es ist Zahltag. Ja, schon wieder. Doch zuvor müssen wir erstmal die Leute vernichten, bevor sich hier irgendjemand seinen Sold holen kann. Ich glaube, Broughton ist tot. Jo. Okay, aber immerhin, jetzt ist wieder Ruhe fürs Erste. Wir könnten auch noch weitere Leute rekrutieren. Im Moment haben wir noch wieder Geld. Das Geld könnten wir jetzt endlich in Fallen investieren. Das heißt, eine Skelettfaust und eine Büchse der Pandora werden erforscht. Während hier unten auch noch weiter geforscht werden muss, aber da muss Braino ran mit Two Brains. Two Brains ist unterwegs. Wo ist Braino? Braino ist schon wieder tot.
Da, hol dir dein Gold. Sehr schön. Genau, forsch weiter. Es darf nicht so lange dauern. Wir müssen uns beeilen. Ich weiß nicht, wie lange die braucht, um den oben wiederzubeleben. Oder allgemein die ganzen Helden wiederzubeleben. Ich versuche mich wirklich irgendwie ranzuhalten, auch wenn es nicht einfach ist. Die beiden Fallen werden noch fertig gemacht. Aber Rotten ist halt immer noch tot. Du bleibst hier, du sollst nicht zu den Leuten laufen. Mana haben wir genug. Aber wir könnten durchaus noch dafür sorgen, unser Bevölkerungsmaximum zu erhöhen. Oh, bald haben wir das eine geschafft. Sehr schön. Skelettfaust abgeschlossen. Gut. Dann bauen wir die Skelettfaust doch gleich auf. Der Altar für den Feuergott ist fast fertiggestellt. Mit seiner Hilfe werde ich die alten Helden wiederbeleben. Oh, sag das nicht. Verbesserte Rüstung 1 ist durch. Super. Dann können wir hier schon mal andere Dinge erforschen, wie zum Beispiel wieder auferstehende Zombies. Rotten ist auch wieder da. Super. Gib mir mal noch einen Zombie und noch einen von denen und denen. So, dann haben wir erstmal genügend Leute, um zumindest die Verteidigung zu sichern. Und hier platzieren wir dann die Fallen. Brauchen allerdings auch jede Menge Tongefäße. Will ich euch töten? Eigentlich nicht. Ich käme dann aus irgendeiner Treppe raus. Ich weiß nicht, ob aus der hinteren oder aus der vorderen. Die sind wieder unterwegs. Das ist okay. Bis dahin, ups, Entschuldigung, kriegen wir noch die Forschung weiter vorangetrieben. Wiederauferstehende Zombies wären echt ein Segen. Barthas, du bist zu nah an den Feinden dran. Das geht nicht gut. Es kommt nicht gut und es geht nicht gut. Die nächste Falle ist gleich fertig und dann kommt das Tongefäß. Und beide stellen wir dann unten auf, sodass sie dort keine Probleme mehr machen dürfen. Super. Büchse der Pandora ist erforscht. So, dann bauen wir hier erstmal die rotierende Hand auf. Und für die Büchse der Pandora brauchen wir noch ein weiteres Tongefäß. Abo plus Like gleich große Freude.